Mit überwältigender Zustimmung wurde das Format der DevTrends also angenommen. Und passend dazu hat OpenAI angekündigt, sie wollen ihren Code-Interpreter nun endlich für alle veröffentlichen, die die $20 im Monat halt brappen. Wir haben ja am Dienstag uns schon ein kurzes Tutorial dazu angesehen. Aber natürlich können die 20 Millionen zahlenden User damit noch sehr viel mehr machen, als nur herauszufinden, dass Animationsfilme sich am meisten für Hollywood lohnen. Ja, der Code-Interpreter erlaubt es, ChatGPT seinen eigenen Python-Code zu erstellen, was schon sehr lange geht, ihn dann aber auch tatsächlich auszuführen, auf Daten, die ihr jetzt sogar auch bei ChatGPT hochladen könnt. Und der Code kann sich dann sogar noch selbst verifizieren, sprich die Bugs, die ChatGPT produziert hat, kann es auch selber wieder loswerden. Und während manche schon wieder vom Ende der menschlichen Data Scientists oder Softwareentwickler sprechen, schauen wir uns heute nicht nur an, was wir damit tun können und was wir nicht tun können, sondern auch, warum wir es trotzdem tun und was genau hinter diesem System steckt. Das ist kein Tutorial. Die bekommt ihr in den nächsten Tagen und Wochen, sobald ich immer wieder neue coole Anwendungsfälle finde. Wie etwa, dass mein Risiko für Kopfschmerzen steigt, wenn ich auf Twitter bin. Aber das hatten wir ja schon am Freitag auf meinem anderen Kanal. Übrigens, es gilt wie für die anderen Modelle von OpenAI, dass natürlich die Richtlinien von OpenAI auch gelten. Beispielsweise, dass kein Hacking erlaubt ist. Also natürlich, außer man betreibt ein bisschen Social Engineering mit dem Large Language Model, dann geht auch das. Aber das ist ja auch nichts Neues. OpenAI wäre es aber trotzdem lieber, dass ChatGPT das nicht könnte, weil man damit ja eine Straftat begehen kann. Zumindest, wenn der Code auch bei ihren Servern ausgeführt wird. Ausführen lässt mich OpenAI den Code, dank der Firewall, also natürlich nie. Wenn man das aber nur nie wieder selbst debuggen. Ja, wir können uns im Code-Interpreter zufällige Daten für die nächste gefälschte Statistik erstellen lassen und sogar Standardabweichung und Durchschnitt angeben für diese Daten. Wir können aber natürlich auch echte Datensätze analysieren und uns sogar Grafiken bauen lassen dazu. Das Mächtigste ist aber, wie gesagt, es führt seinen eigenen Code aus und merkt, wenn der schief geht. Wie hier zum Beispiel. Hier hat nicht mal ChatGPT den eigentlichen Fehler im Code produziert, sondern die Daten enthalten einfach Sonderzeichen, was leider viel zu häufig vorkommt. Was für einen Menschen dann 12 Stunden schmerzhafte Debug-Arbeit bedeutet, ist für ChatGPT im selben Aufruf lösbar gewesen. Das wirft natürlich eine Frage auf. Wohin mit 90% unserer Zeit, wenn wir plötzlich nicht mehr selbst debuggen müssen? Aber keine Sorge, der Code-Interpreter kann nur Python-Code selbst ausführen. Alles andere müsst ihr dann schon noch selbst debuggen. Beispielsweise JavaScript für die Webseite. Oder JavaScript, das ihr in eine Website einfügen könnt. Oder Rust oder C++ oder jede andere Sprache außer Python. Und selbst Python kann nicht immer ausgeführt werden. Hier gab es einige extrem spannende Experimente, die den Code-Interpreter reverse-engineert haben. Zunächst einmal wissen wir offiziell gar nichts über den Code-Interpreter selbst, denn es gibt kein Paper oder auch nur einen detaillierten Blogpost dazu. Von offizieller Seite ist das Ganze nur eine Sandbox mit Firewall, in der Code ausgeführt werden kann. Die Session ist persistent, das heißt, es sollte vorhanden bleiben und die Aufrufe können auf euren Daten nacheinander wie in einem Jupyter Notebook ausgeführt werden. Die hochgeladenen Dateien landen auch in der Sandbox. Speziell für mathematische oder Data Science Aufgaben soll das helfen, Halluzinationen zu reduzieren. Der Trick ist einfach, wenn man Daten als Grundlage hochlädt und Code, der diese Daten analysiert, generiert wird, denkt sich ChatGPT nur selten neue Inhalte komplett von vorne aus. Sowas wie schwarze Löcher oder Antimaterie zum Beispiel, die würden dann einfach verhindert werden. Für die nächste Simulation im Gehirn zum Beispiel. Großartig, aber was genau da vorgeht, weiß eigentlich niemand so genau. Außer natürlich euch, weil ihr dieses Video seht. Hier ein Bild mit allen Packages, die ihr in der Python Sandbox des Code-Interpreters zur Verfügung habt. Man kann also fast alle wichtigen Packages in Python benutzen. Andere Sprachen sollen wohl irgendwann bald folgen. Dateien, die hochgeladen werden, können wir wie in normalem Python-Code verwenden. Das heißt aber auch, dass ihr ein Bild hochladen könnt, aus dem ChatGPT dann selbstständig merkt, ey, das ist ein Bild, da muss ich Text extrahieren. Darauf kann eine Aufgabe stehen, die dann sogar gelöst werden kann. Und genau das macht Hausaufgaben noch mehr obsolet, als sie es davor schon waren. Wow. Mal gucken, wie wir in vielen Jahrzehnten dann damit umgehen. In diesem Fall werden die Aufgaben mit PyTesseract erstmal aus dem Bild ausgelesen und anschließend mit Code gelöst. Das hat den Vorteil, dass der Code die Aufgabe berechnet und dementsprechend deterministisch löst. Während wenn ChatGPT das von sich aus machen würde,
dann wäre das eher zu vergleichen mit Kopfrechnen. Das klappt zwar meistens, aber halt eben nicht immer. Wie auch bei Webbrowsing und anderen Plugins verwendet ChatGPT auch hier bei diesem Modell übrigens den 8000-Token-Kontext, nicht 4000-Tokens. 4000 Tokens sind etwa 3000 Wörter, 8000 sind dann dementsprechend 6000 Wörter. Das heißt, das Modell vergisst nicht so leicht, was früher stand. Es hat aber dementsprechend natürlich auch mehr Eingabe zu verarbeiten. Es gibt aktuell sehr viele Untersuchungen, bei wie vielen Tokens welches Modell am besten performt. Und viele Untersuchungen zeigen, dass zu nah am unteren Rand genauso schlecht ist wie ganz nah am oberen Rand. Übrigens gehen viele derzeit sogar davon aus, dass das Modell, das der Code-Interpreter nutzt, sogar nochmal ein anderes ist, als das, das hinter dem normalen ChatGPT steht. Das kann an einem anderen Systemprompt liegen. Das kann aber auch einfach heißen, dass OpenAI hier ein Modell veröffentlicht hat, das speziell für Programmierung gut ist. Und das wiederum bedeutet, dass wir dieses Modell hinterm Code-Interpreter, also nicht das originale GPT-4 dann, vermutlich in zum Beispiel GitHub Copilot X vorfinden werden. Das ist schon ganz geil. Es gab auch übrigens schon Versuche, komplette Projekte von Code-Interpreter fertig programmieren zu lassen. Denn ihr könnt offiziell bis zu 100 MB, inoffiziell haben es aber auch schon Leute geschafft, bis zu 250 MB hochzuladen, wenn ihr nur nett fragt. 100 MB haben, wenn wir die Assets mal weglassen, bislang für die meisten meiner Projekte gereicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und ich habe mal das Pac-Man-Projekt, das wir mit ChatGPT geschrieben haben, als ZIP hochgeladen. Es ist nicht mal 2 MB mit den Assets groß. Als ZIP-Datei natürlich, weil ich kann nur eine Datei hochladen. Ich kann diesen Code jetzt durchgehen, eine Review machen lassen, ihn erweitern lassen, Tests schreiben lassen und das auch nur ohne den geringsten Widerstand von ChatGPT. Allerdings habe ich es bislang nicht zuverlässig geschafft, meine Anwendung auch wirklich auf deren Server auszuführen. Klar, das macht ja auch Sinn. Es ist quasi alles gefiltert, was da durchgeht. Sonst könnte ich die OpenAI-Server für Hacking dazu benutzen, um wertvolle Lernmaterialien auf YouTube zu konsumieren. Und das würde ja niemand wollen. Am wertvollsten bleibt meines Erachtens der Code-Interpreter für Data Analysts. Vermutlich sogar noch mehr als für Softwareentwickler. Ich sehe den Code-Interpreter ein bisschen wie ein automatisiertes Jupyter Notebook. Praktisch, mächtig, aber jetzt nicht direkt als das Ende des Jobs. Wobei manche Firmen mir da wahrscheinlich aufgrund der Quartalszahlen nicht ganz zustimmen werden. Ein LLM wie GPT-4 produziert vielen einfach zu viele falsche Informationen. Also lassen wir jetzt LLMs deterministischen Code bauen, um diesen Zufallseffekt, der durch das LLM entsteht, einfach wieder loszuwerden und stützen die Aussagen, die wir treffen, dann wieder auf Daten, die wir eben direkt mitgeben. Praktischerweise müssen wir aber den Code nicht mehr selbst schreiben, sondern können einfach ganz lieb fragen. Manche Experimente haben es schon geschafft, ein neuronales Netz bei OpenAI auf den Servern in dieser Laufzeitumgebung zu trainieren. Also sowas wie gratis Rechenleistung für uns quasi. Daten nutzen, um KI zu trainieren, um Daten zu generieren, um sie von der KI analysieren zu lassen und anschließend von der KI in eine KI zu verwandeln. Genau mein Humor. Und in der Theorie kann diese Anwendung alles Mögliche programmieren, die Weltherrschaft an sich reißen und uns arbeitslos machen. Und wenn wir dann alle mit einem Cocktail an den Fjorden in Norwegen entspannen, merken wir, dass manche Daten einfach schlicht falsch sind und wir die leider immer noch selbst beschaffen müssen. Ein Statement dazu habe ich online gefunden. Wer glaubt, dass der Code-Interpreter Data Scientists ersetzen kann, hat keine Ahnung, was der Hauptanteil eines Data Scientist-Jobs ist. Etwa nicht Coding? Stellt euch vor, Daten zu beschaffen, zu bereinigen und sich stundenlang zu wundern, warum der Durchschnitt miese Ergebnisse liefert, während der Median einfach nicht bedacht wurde, das ist deutlich mehr eure Aufgabe als Data Scientist. Aber der Coding-Teil wurde gerade bedeutend leichter, dazu herzlichen Glückwunsch, meine Lieben. Was die statistischen Methoden und Datensammel- und Haltungsformen angeht, könnt ihr aber GPT-4 natürlich nach Ideen fragen. Aber da sich AIs nicht mal wirklich beschweren, wenn wir sie mit Zeitzonen in C arbeiten lassen, scheinen unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt gerade richtig, richtig nach unten gegangen zu sein. Oder würdet ihr mit sowas konkurrieren wollen?